Wer hat Polaroid auf der Titte und ist ein Seestern? Ich. Wer hat Polaroid? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Ich bin heute richtig gut drauf, weil nicht nur ein guter Tag ist, sondern weil ich auch was machen kann, um ein bisschen Reste zu verwerten bei uns im Büro, auch wenn ich neue Reste schon für alte Reste gekauft habe. Wir machen heute Flammkuchen, Leute. Hammerding. Hallo, ich kann nicht kochen. Hallo, ich habe Hunger. Ich versuche mir Essen zu machen. Hilfe, Like, Abo. Freuen sich Ilja und Johanna drauf, weil wir zwei Flammkuchen machen, einen vegetarischen natürlich und einen normalen, leckeren, weil nur alles mit Fleisch normal ist. Spaß. Natürlich gibt es auch leckere Sachen wie Gurken. Mörder! Ja. Ich esse aber nur Tiere, die was falsch gemacht haben. Also ausschließlich Kälber, die wen gebissen haben. Also ich esse ein Schwein nur, wenn das Schwein auch was Böses gemacht hat. Ich habe zum Beispiel ein Schwein gehabt, das hat mal jemand getreten. Habe ich direkt gegessen. Das finde ich fair. Erstmal müssen wir natürlich einen Teig machen. Der muss noch ein bisschen ruhen. In der Zwischenzeit haben wir wirklich genug zu schnibbeln. Deswegen fangen wir auch mit dem an. 400 Gramm Mehl für zwei Teigs. 2 Teelöffel Salz. 2 Esslöffel Öl. Das wird so lecker für dich. So, das ganze Ding kommt jetzt hier rein. Bevor ich jetzt hier anfange zu mischen, nur mit meiner rechten Hand heute, weil natürlich habe ich gestern schon wieder irgendwo dran rumgewerkelt und mir meinen Finger aufgeschnitten. Das ist aber nicht mehr der nicer Dicer Cut. Nee, der nicer Cut war hier. Da ist der. Das ist wirklich zum Kotzen, Mann. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Ich habe immer Leute beneidet, die sowas tun und sich wehtun, weil das so aussieht wie so eine Hand mit Geschichte. So, bei mir war immer so, oh, ich bewege meine Maus den ganzen Tag und habe einen dicken Zeigefinger, weil ich so viel drücke auf meiner Maus. Und jetzt ist einfach meine ganze Hand am Arsch, Mann. Und dann wird jetzt hier schön fleißig geknetet. Das soll man so lange kneten, bis es nicht mehr klebt. Und ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe, wenn Teig an meinen Händen klebt. Mann, ey. Ja, Freddy, da könnte man sich ja einfach mal so einen Aufsatz holen. Ja, genau, lieber Kommentarschreiber. Man könnte, man würde, man hätte, ne? Man könnte so viele Sachen machen. Ihr könntet doch auch einfach mal einen eigenen Scheiß-YouTube-Kanal starten, bevor ihr mir schon wieder zum 100. Mal den gleichen Kommentar schreibt und es besser machen als ich. Weil wenn ihr es besser macht. Nein, wir machen nichts im Thermomix. Nein, nein, nein. Weißt du, warum nicht? Weil das das langweiligste Video ever wäre. Weißt du, die Leute, die mir schreiben, Der macht das im Thermomix. Wenn die gleichen Leute, die schreiben würden, hä, warum machst du das im Thermomix? Übel langweiliges Video, kann ich mir auch selber Thermomix kaufen für 5000 Euro. Der ist der von Philipp, ich habe nicht so viel Geld. Lass mal ein Like da für Geld. Ich schwöre, ich kann Teig nicht, ne? Teig ist für mich wirklich die Das ist halt auch extrem spannend, hast du recht. Halt, halt mal kurz deine Fresse jetzt. Wie knetet man denn sowas auch mit einer Hand, damit das nicht mehr aufhört zu. Wie soll ich das jetzt durchkneten? Ich verstehe es nicht. Ich habe mir dieses Nordpol-Ding durchgelesen, Alter. Das ist ja fucking gruselig. Habt ihr es mitbekommen? Ilja hat mir das erzählt. Und der Nordpol wandert. Ja, der magnetische Nordpol wandert gerade. Das heißt, Kompass ist am Arsch. Und das gab es irgendwie das letzte Mal vor 780.000 Jahren. Und da weiß jetzt keiner so genau, was passiert, klar. Und das ist ganz interessant. Wir werden alle sterben. Hat gesagt, kurz sein Jäckchen ausziehen. Ja, kannte ich eh nicht rein. Warum? Das ist ein Das ist geiles eine Bild. riesige Kennungswerbung. Vielleicht sponsern die uns dann. Lass das drin. Das ist wirklich aus, weißt du, wie der Typ von Fantastic Four, der sich so dehnen kann, aber so als hätte er es nie gerafft, wie es genau funktioniert hätte. So sieht's aus. Ich habe einen dicken Daumen und bin so traurig. Weißt du, wenn du in deinem Leben von Dings besiegt wirst, ne, von Teig, dann weißt du, langsam wird es wieder mal Zeit fürs Fitnessstudio, Alter. Und wenn ich den Teig besiege, dann bist du der Teigmann. Ich kann nicht mehr meine Hand bewegen. Das sieht aus, als ob deine Hand schmilzt. Schmelze. Der soll jetzt ein bisschen ruhen, weil dann können wir jetzt in der Zwischenzeit was schneiden. Das ist so ekelhaft. Dieses Gefühl, ich will da nicht mal hingucken. Das sieht aus wieder, als hättest du so einem Riesen in die Nase gegriffen und deine ganze Hand ist Popel. So fühlt sich das an. Oh, und jetzt gehen die Popel ab. Oh, bist du jetzt schlecht drauf? Nur wegen ein paar Popeln? Nee, ich hasse es nur
zu wissen, dass ich gerade etwas filme, was ich auf jeden Fall rausschneide, weil es einfach... Warum schneidest du das raus? Popel. Ist noch. Das ist nicht wichtig, das sind Popel. Ich habe schon so Popel gesagt, aber ich muss nicht alles davon mitnehmen, weißt du? Popel, Popel, Popel. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich niemals in meinem Leben mit Pink Kliman koche, weil einer verliert einen Finger. Er hat mir auch nicht auf Twitter geantwortet, aber ist okay. Ich komme mit klar. Ich habe ihm geschrieben, wir können ja gerne mal zusammen kochen. Er eine Zuschauerin geantwortet hat, der geschrieben, ich kann aber nicht kochen, habe ich gesagt, ja, lass uns mal zusammen nicht kochen, aber hat er nicht drauf geantwortet. Ich bin einfach Mainstream. Ich kann es verstehen, Finn, ich kann es verstehen. Total so. Mainstream. Wenn das hier nicht Mainstream ist, weißt du, warum wir kochen? Johann Lafer. Deswegen kochen wir. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe mal den Namen gehört, deswegen wollte ich das mal einwerfen. Noch nie gehört, keine Ahnung. So, ja. Wir brauchen Zwiebels und diesmal Streifen, deswegen benutzen wir den Nicer Dicer Pro. Nicer Dicer Pro. Das neueste Gerät auf dem Markt. Nicer Dicer Pro. Könnte auch Nicey Dicey sein, wenn man dem Augen anklebt. Dann könnte er sagen, hallo, ich mach dir alles in Würfel. Nein, nein, du gehst nicht, nein. Ja, komm. Wie du auch so eine Kiste dafür hast, als das sieht aus wie irgendein Psycho, der Leute umbringt. Und dann, wenn die so tot auf deinem Bett liegen, weißt du, dann machst du so. Darf ich das mit Gandalf machen? Du meinst, wie Imago sagen würde, Dumbledore. Ich statte sie natürlich gerne aus, Mr. Nicey Dicey. Ich vergesse das und tue das in die Spülmaschine, ne? Ja. Ja, halten die aus, ne? Das sind Spülmaschinenaugen. Ja, dann sind da halt Augen in der Spülmaschine. Dann ist das Mr. Spülmaschini und der hat so zwei verrückte Augen innen drin. Ich hasse mein Leben hier. Du hättest niemals eine Augenbox kaufen dürfen, ne? Ich hab eine gute Zeit. Wenn ihr das Büro hier sehen würdet, ne? Bei Ilja im Zimmer, Mr. Lampi, Alter, Mr. Mausi, Mr. Tastaturi und der redet auch immer mit denen den ganzen Tag. Das sieht aus wie Thomas die Lokomotive, Alter. Ich hab Probleme! Manchmal esse ich auch einfach so eine Zwiebel. Mach mal deinen Finger rein, Kumpel. Guck mal, was passiert. Das ist natürlich der Bibi Blocksberg-Zauberstab. Und zwar, ene mene mu, nackig bist du. Bim. Macht das Sinn? Macht Bim Sinn? Das einzig Passende wäre jetzt gewesen, dass ich mir einfach das Messer in die Hand ramme als Meme danach, weil das so wack war. Direkt Harakiri. Ja, direkt so, nein, und dann so, batz, einfach in die Hand. Aber naja, bald. Weiter geht's. Jetzt brauchen wir Streifen, weil das ist ja eine Langnese, wollte ich gerade sagen, das überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Jetzt brauchen wir Streifen und ich nehme dünne Streifen, aber lang. Reden wir nicht drüber. Mr. Nicey Dicey, wie war's Wochenende? Bei mir war na, na, na. Das ist nice. Liebe Augen sind best, Mann. Jetzt haben wir dünne, lange Streifen. Sehr gut und sehr passend geeignet. Das mache ich jetzt nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder nach der Pause. Wollten Sie auch schon immer mal so tanzen wie ich? Dann kommen Sie doch in meine Tanzschule. Wix, 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 tanzen. Wix, 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 tanzen. Unter der 66666. Wix, 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 tanzen. imaqtanzen.com. Oh, ich habe gerade vorne getwerkt, weil mein Bauch so dick ist. Ui, unangenehm. Herzlich willkommen zurück nach der Werbeunterbrechung. Wir machen natürlich direkt weiter. Cool. Mr. Nicey Dicey hat auf jeden Fall übelste Mundpiefe. Soll ich die waschen? Jo. Reicht dir das so? Gewaschen? Jo. Sicher? Jo. Jo? Jo, eigentlich? Jo. Nochmal Jo? Oder? Jo. Bist du hängen geblieben? Jo. Und wie viel wollt ihr denn? Weil es ist ja nur ein Flammkuchli, ne? So, ne? Reicht ja schon fast, oder? So viel Gurke. Jetzt mache ich hier nochmal einen schönen Streifen draus. Perfekt. Jetzt haben wir nochmal die Joyce-Sachen perfekt recycelt. Supi. Ich tue das übrigens auch alles einfach in eine, aber ich habe einfach gerne zwei Schüsseln manchmal dastehen. Ich sag immer, zweite Schüssel rein da. Weil so eine Schüssel ist für mich Zuversicht. Eine Schüssel ist für mich Kraft. Oh, so, jetzt habe ich hier all dein Ekelessen. Hey. Hallo. Jetzt nicht immer so positiv. Man muss auch mal negativ dem gegenüberstehen. Bereiten wir den Schmand zu, weil der Teig ist immer noch so ein bisschen am Gehen. Liegt zwar, aber geht. Voll Durst, wenn ich die trinke. Ich weiß. Alle da draußen, die gerade Durst haben. Grüße gehen raus. Du bist der Durstigste auf der Welt, denn du bist jung. Echo Fresh könnten wir auch mal fragen, ob der mitkochen will. Ja. Ne? Er ist der Freshste auf der Welt, denn er ist jung und braucht das Geld. Er lebe hoch, es ist EKO. Das war meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, ne? Wirklich so. Er braucht nicht mehr boxen, denn er ist EKO.
Falls ihr mal Skripte für diese Folgen schreiben wollt, schreibt mir gerne mal unter Freddy Suchen. Tut nicht so, als würden wir hier irgendwas planen. Diese Möhre habe ich schon von Weitem gesehen. Nimmt man das Wasser vom Schmand mit in den Schmand oder nicht? Ja. Das war ekelhaft, Schmandwasser. Was mache ich hier eigentlich genau? Was? Dich verletzen gleich. Ja, das könnte wieder mal passieren. Ach, jetzt. Ach, doof, mit einer Hand auch, ne? Ach, das klebt noch so. Teigmann ist wieder da. Jojo Teigmann ist wieder da. Teigkonsistenzmäßig, muss ich sagen, haben wir uns hier noch nicht verlaufen, was mich ganz gut freut. Weil es gibt andere Teigbeispiele von mir, nein, die blenden wir nicht ein, wo es nicht so gut gegangen ist. Und dementsprechend glaube ich, dass das hier schon deutlich besser aussieht als manch andere Versuche zuvor. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du bist nicht umsonst der Teigmann. Teigmann, du hast es oft nicht leicht. Ich werde jetzt das in der Mitte durchschneiden, ne? Damit wir zwei Dings daraus kriegen. Ja, hätte. Weißt du, was ich mit dem Konjunktiv schon alles in meinem Leben gerissen hätte? Viel. Würde Fahrradkette. Ach, scheiße. Männergeräusche in der Küche. Papageräusche. Papa macht jetzt erstmal schön Teig. Scheiß auf ASMR. Wir haben Papageräusche hier. Ich weiß auch nicht, wie man richtig ausrollt. Stört mich bis heute so ein bisschen. Och, ich hasse so fucking Auswichsrollen. Ach Mann, ich finde es so nervig. Ich hasse Backen, Alter. Ja, dann geh doch normal auseinander. Wie bei meiner Oma damals, so Wichsteig. Mann, ey, ich hasse Teig so fucking sehr. Fucking Fuckteig, Mann, ey. Warte, ich probiere was aus. Was? Ich wollte einfach mal gucken, wie das hier so wirkt. So. Was ist das denn jetzt? Warum stehst du hinter einer Scheibe? Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Was? Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Cool, für die Zuschauer absolut nicht verständlich, aber hier ist eine Scheibe. Ich demonstriere euch das gerne mal. Also die verstehen uns gut, aber wir müssen uns anschreiben. Was? Mega gut. Hä? Okay. Ach, jetzt klebt das. Ach, ich hasse es so sehr. Oh, mag's nicht. Warum? Hier ist doch alles bemehlt worden. Ah, fuck, jetzt ist das gerissen, Ilja. Wie macht man Lebkuchen? Nein, das sieht doch scheiße aus. Guck mal, wie das aussieht. Wie von einem Idioten gemacht. Oh, Scheißdreck, ey. Weißt du, warum ich nie in der Küche gearbeitet habe? Konnte keinen Flammkuchen. Ich dachte, weil du immer alles weggegessen hast. Du bist fett. So. Ich auch. Ja, doch. Ich verstehe dich nicht. Das macht keinen Sinn so. Ich finde das scheiße. Also, es macht schon Sinn, aber... Macht gar keinen Sinn. Ich finde es scheiße. Dann sieht das aus wie ein gutes Format, wo man von vorne filmt. Sind wir nicht. Warum habe ich das denn schon da reingetan? Das Ding ist doch jetzt voll heiß. Oh. Ich habe Teig an den Händen. Ich finde es anstrengend. Voll anstrengend, ey. Ich dachte, das dauert 10 Minuten. 4 Stunden her, ne? Wir machen das seit 4 Stunden, macht Teig jetzt. Boah, ich hasse das so sehr. Ich hasse das. Besonders, warum wasche ich die, wenn die gleich schon wieder voll geteigt sind? Fuckt mich ab, raus mit diesem Scheißdreck hier. Hör auf, so warm zu sein. Richtig nervig von dir. Was mache ich? Wie mache ich Teigsachen? So, einmal da drauf. Okay, so. Ich krieg Nervenzusammenbruch. Ich bin kurz davor. Halt's Maul, halt's Maul. Halt dein scheiß Maul. Hi. Okay, so, ich krieg das jetzt hin. Hat schon wieder eingerissen! Diese ganze Halterung! Das macht keinen Sinn! Wie sollte man... Scheiße. Hey. Das nervt. Papier hat dir gar nichts getan. Ich glaub, weißt du doch nicht. Küss deine Haare auseinander. Du hast erstmal den Teig hier vergewaltigt und dann. Hi, you begabe! Scheiße, jetzt ist es Mickey Mouse. Oder ein Badeanzug. Was denn? Ich will, das ist ein Badeanzug. Ich will sie nicht ausziehen weiter. Bleib mal hier, geh nicht zu Crispy Rob direkt. Bei mir lernt ihr auch was. Das ist so dünn, Ilja. Ich muss das jetzt so riskieren. Das wird halt mein Badeanzug. Ich komme damit halt klar. Was ist denn jetzt? Was mache ich denn falsch? Ist ja okay, wenn ein Flammkuchen aussehen soll wie deine Lieblingsinsel. Dann das ist ein Badeanzug. Ich habe halt was zugenommen und anders traue ich mich nicht mehr an den Strand. Sieht gut aus. So, Restschmand ist für euch. Pissnelke. So, zacki. Und dann gibt es bei mir noch Zwiebels. Och Mann, ach, jetzt komm schon. Sei nicht so.
Oh, oh, nicht wieder Finger verbrennen. Oh je, so. Zack. So. Kommt richtiger Zwiebelmock raus. Gar nicht. Ich finde das angenehm. Es riecht für mich wie ein gutes Wochenende. Ich weiß nicht, warum ich gerade so getriggert bin. Ne? Man könnte mich wirklich jetzt einfach schlagen und es würde nichts passieren. Ich bin einfach jetzt verbraucht gerade durch dieses exzessive Erlebnis. In 20 Minuten backen. Soll ich jetzt die schon reintun und eure dazu? Ja, ne? Dann hat meine ein bisschen Vorlauf. Dann kann ich jetzt nochmal kneten. Machst du sonst nichts drauf? Langsam kennst du mich, oder? Nichts schmeckt mir. Das ist der Fluch, mit dem ich leben muss. Ich bin sehr lustig, sehr erfolgreich, unfassbar viel Geld, aber mir schmeckt einfach nichts. So, nächster Teig. Oh, jetzt kleb doch nicht so. Du hast so lange gelegen. Übertreib nicht. Soll ich den machen? Soll ich den machen? Ich war mal in der Pizzabäckerei. Oder wie das heißt. Pizzeria, ne? Cool, schön für dich. Ich weiß nicht, wenn du so sauer bist. Ich bin nicht sauer. Ich bin leicht gereizt. Ich muss nämlich genau die Fettgrübchen des Teiges erkennen und die dann ziehen. Und zack, hast du. Mach du den scheiß Fixteig. Ich hab keinen Bock drauf. Ja, mach. Zaubert! Inzwischen habe ich mich wieder abgeregt und ich bin meiner Tänzerhüfte treu geblieben, wie Marshall. Ich habe nämlich eine kaputte Hüfte. Meiner sieht ganz gut aus, der oben drin ist. Den unteren habe ich euch bewusst nicht gezeigt, weil fick Ilja. Und dann probiere ich meinen schon mal. Wie der andere schmeckt, ist mir voll egal. Stimmt gar nicht. Interessiert mich schon. Ui, sieht das gut aus, der Badeanzug? Ich glaube schon. Ist immer noch ein bisschen hell, ne? Aber. Ja, aber das muss. Eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja. Erstmal anlockern. Wichtig, anlockern, dann auflockern. Sprich mir nach. Anlockern. Auflockern. Sprich mir nach, ne? War die Aufgabe. Weißt du schon. Gut. Weitersprechen, okay. Weitersprechen, das sind Leute, die selbst denken, das brauchen wir in dem Berufsfeld hier nicht. Eieieiei. Jetzt noch so ein bisschen Petersilie drüber, damit man so tut, als könnte man kochen. Bam, bam. Mann, das ist die Sterneköche auch mal. Ja, ist wirklich so. Ach, jetzt hör doch mal auf. Das heißt wirklich Michelin-Stern. Nicht Michelin. Michelin, doch klar. So wie nicht Charlie Chaplin, sondern Charlie Chaplin. Schablone. Das sieht geil aus. Jetzt die große Frage, wo ist Johanna? Oder wir sehen uns sowieso gleich erst wieder, weil ich möchte es schon mit eurer probieren, damit wir hier alle Reaktionen fair. Okay, ja, dann können wir jetzt Zauber trinken und dann warten. Natürlich. We back, we attack. Vegetarische Gemüseschlacht ist auch fertig inzwischen. Sieht Hammer aus, sieht aus wie eine Pizza in falsch. Hey. Deine Schuld. Also erstmal sollte ich das hier drauflegen, hast du gesagt. Das ja. War bis dahin ein gut durchdachter Plan, Ilja. Jetzt hast du aber was nicht interpretiert oder nicht in deinen Kopf reingemacht. Ich bin das, der jetzt seinen Plan ausführt. Ich soll nämlich dieses Ding jetzt auf diese Platten legen, hat er mir gesagt. Fehler Nummer 1, ich soll das machen. Fehler Nummer 2, ich mach das. Ich mach das so. Guck, wie er direkt wieder alles besser weiß. Ich schneide vorher lieber eine Hälfte ab. Wie hört sich das an für dich? Ne? Oh! So, okay, zack. Hier das da drauf. Oh je. So, links habe ich jetzt, zack. Okay, knappes Ding. Schimmelgurke. So, und drauf. Puh. Was ein Ding. Ich decke jetzt alles auf den Tisch an und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alle da sind und zusammen essen wie eine glücklich verdammte Familie hier. Denn ich gebe mir Mühe, alle zu versorgen jeden Tag. Ich drücke meine Zitze auf jedes Essen drauf und keiner dankt mir. Hey, was denn jetzt los wieder? Sei mal glücklich, das ist die Zitze, die dich füttert. Wir sehen uns jetzt wieder. Da sind wir wieder. Heftiges Gerät. Wie fühlst du dich nach so vielen Business? Geil, geil, geil. Viele fragen immer, was dein Job ist. Was ist dein Job genau? Hab keinen. Geld machen für uns. Das sieht doch lecker aus, oder? Haben wir lecker gekocht für dich? Ja. Warum flimmern heute die ganzen Lichter hier drin? Ist dir jetzt auch aufgefallen? Sowohl wir haben Geister. Nee, sowohl das da hinten als auch in der Küche immer so. Blub, blub. Die haben so ein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich mach mal. Das hat Ilja gemacht. Gegessen. Das hat Ilja gemacht. Klar. Vielleicht war es doch ein bisschen lange drin. Ja. Bisschen knusprig. Wenn es wenigstens schmeckt. Ich dachte, ich habe Husten. Aber es war nur sehr trocken. Ja, es ist okay. Scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Johanna vorbei, der ist das super wichtig. Die möchte endlich Geld mit Instagram verdienen. Kriegen wir die 50.000 Follower heute noch hin. Tschüssi, Asch. Lasst ein Like da. Ciao.
Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.